Hey Leute, hier ist euer Unbox-König und heute zeige ich euch mal meine PlayStation 4 Spiele-Sammlung. So viel ist es gar nicht, es sind ein paar, aber das reicht auf jeden Fall. Oh ja. Overwatch. Overwatch ist ein richtig geiles Ego-Shooter-Spiel für Kinder bzw. 16-Jährige, wie es hier auch steht. Ja, es macht richtig viel Laune. Ich finde, meiner Meinung nach macht es mehr Laune als Call of Duty, weil bei Call of Duty, oh, Digga, du wirst nachgeballert und so alles. Ist ja auch normal, verständlich, aber da macht das ja viel mehr Spaß. Charaktere hat man da wie Sau, also Maps sind auch da. Also empfehle ich 100%. Also das Spiel ist echt mega nice. Dann Minecraft, muss man nicht viel zu sagen. Bauen, fertig. Nein, Spaß. Man baut da halt auf seine eigene Welt. Also jeder müsste es eigentlich kennen. Man kann Überleben spielen, sich Nahrung zu finden und alles Mögliche. Man kann auch kreativ spielen und seine eigene Welt bauen. Frei, wie man will. Seine Fantasie freien Lauf lassen. Macht auf jeden Fall schon gut Laune und viel Spaß. Also, ja. Müsste eigentlich jeder kennen. Rise of the Tomb Raider. Habe ich durchgespielt, mega geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Dieses Spiel ist mega geil. Ich mag ja Tomb Raider, ich habe sogar noch den ersten Teil hier. Also den vorherigen Teil. Ja, ist in diesem dieser Edition, also die gibt es halt nur in so einer Edition. So, Buch und alles. Dann haben wir Tomb Raider 1, also Tomb Raider Definitive Edition, also die. Der erste Teil für die PlayStation 4. Und ich muss sagen, ich weiß nicht jetzt, welcher mir besser gefallen hat. Ich fand beide gleich gut. Ja. Lara Croft. Lara Croft. Dann haben wir Call of Duty Black Ops 3. Kann manchmal aufregen. Birne wegbrennen. Mehr Spielermodus ist geil. Zombie-Modus finde ich persönlich irgendwie ein bisschen besser, weil da wird man nicht abgeknallt von anderen Leuten. Dann Batman Arkham Knight. Habe ich nicht zu Ende gespielt, nur vielleicht bis zur Mitte, wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht. Ja, ist halt ein Batman-Spiel, ne? Also finde ich schon gut, aber ich habe es halt nicht weitergespielt. Ja, leider, ne? Dann The Last of Us habe ich nie durchgespielt, weil ich zweimal oder dreimal neu anfangen musste, weil es sich einfach selber resettet hat. Aber ich kann mir vorstellen, oder was ich bis jetzt gespielt habe, ist ein hammer mega geiles Spiel mit einer richtig geilen Story. Also, wenn nicht sogar einer der besten Stories, die es jemals gab, glaube ich. Und ja, bin sowieso so ein krasser Walking Dead Fan, falls man sieht. WWE 15, genauso wie WWE 16 und WWE 17. Beides dieselben, nur mit einem anderen Inhalt quasi, sondern hier kann man noch Showcase-Modus machen. Ich glaube, bei 16 kann das auch noch. Wenn ich mich nicht recht irre. Und bei 17 gab es das halt nicht mehr, auf jeden Fall. WWE-Fan. Spiel kann man, also müsste man spielen. Dann For Honor. Hammergeiles Spiel, also kann ich wirklich, müsst ihr mal spielen, auf jeden Fall. Das ist halt ein mega geiles Spiel. Online habe ich es noch nicht gespielt, nur die Story. Musste ich mal weiterspielen. Mega geil. Too much. Lagerlasch. Ja, du bist halt so im Krieg und haust da mit den Schwertern, was auch immer du da in der Hand kriegst, rum, tötest Leute, Missionen erfüllen. Rainbow Six, Tom Clancy Rainbow Six. Habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Ja, es geht. Man braucht sehr viel Konzentration. Man kann nicht jetzt einfach so da reinstürmen. Ja, ich töte dich. Und dann bist du dann selber tot, weil dafür brauchst du schon Geschicklichkeit, Taktik und so, die ich nicht wirklich jetzt extrem habe. Manchmal habe ich so Phasen, da bin ich sowas und taktisch, da bin ich der beste James Bond aller Zeiten. Dann haben wir UFC 2, richtig geiles Spiel. Auf die Fresse, also Conor McGregor, Ronda Rousey. Conor McGregor auch einer meiner Lieblingskämpfer. UFC Fighter, sagen wir mal so. Und ja, die Steuerung ist zwar ein bisschen kompliziert, also nicht so kompliziert, aber ja, man kriegt schon den Among the Sleep. No Heap, nicht Spaß. Kleines Horror-Game. Ab 16, wie gesagt, ist jetzt nicht so übertrieben krass. Man kann sich ja schon manchmal erschrecken. Habe ich mich auch. Alles klar.
Ja, du bist ein kleines Kind, siehst es alles in der Ego-Perspektive und eines Kindes. Bist halt, wie gesagt, klein, ne? Und das gibt dem Ganzen etwas Geiles, irgendwie so ein geiles Feeling oder was. Und ja, läuft auf jeden Fall. Könnt ihr bei mir sogar auf meinem Let's Play-Kanal gucken oder meinem Livestream-Kanal, wie auch gesagt, von YouTube. Und zwar ist der Nico Dixon. Könnt ihr auch vorbeischauen. Hier, The Walking Dead von Telltale Games. Ich habe es fast bis zum Ende gespielt, aber nicht mal weitergespielt, weil ich einfach nicht mehr dazu kam oder es vergessen habe. Auf jeden Fall, Telltale Games, wenn ihr nicht wisst, was das ist, man kann da halt der Figur manchmal rumlaufen, muss aber meistens auch Entscheidungen selber treffen, die das Spiel beeinflussen. Und ja, es gibt so viele verschiedene Enden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube zwei oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, ist ja auch schon jetzt die dritte Staffel gekommen davon. Und ja, dann haben wir GTA 5. Quasi nicht so ein krasser GTA-Freak. Manche denken jetzt, oh mein Gott, warum? Ja, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden. Es ist schon ein cooles Spiel, keine Frage. Aber Leute spielen das den ganzen Tag immer online und so alles. Ich verstehe, für mich ist es nichts auf Dauer, so also, weißt du. Aber, naja. GTA, was soll man dazu sagen, ne? Ist halt. GTA kennt einfach jeder, selbst ein Sechsjähriger kennt er, obwohl er das gar nicht kennen darf. Dann kommen wir zum letzten Spiel, danach habe ich nichts mehr, und zwar ist es Rayman Legends. Ich bin ein Rayman-Kind-Kollege. Ich bin ein Rayman-Kind. Ich habe früher alle Teile gespielt. Ich habe Rayman 1 gespielt, Rayman 2, Rayman 3. Obwohl er ein bisschen spät kam, Rayman 3 bei mir. Dann. Ah, oh, Rayman Origins, der auch nochmal hier drauf ist. Nochmal alle Levels exklusiv. Ja, ein hammergeiles Jump'n'Run, wenn nicht eins der coolsten auf der PlayStation. Ich sag extra auf der PlayStation, weil Super Mario, das King Bob. Ja, sollte man auch mal gespielt haben mit Freunden. Das macht es auch wahrscheinlich Spaß, obwohl ich es mit Freunden nicht spielen kann. So Spiele, wie so welche. Kann ich gar nicht. Das kann ich selbst bei Super Mario Bros. Nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nur alleine spaßen, wenn man Unsinn machen will, natürlich. Aber naja, wer die Story machen will, sollte es, glaube ich, mal alleine machen. Und ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich mal gucken, was ich noch zeige. Vielleicht zeige ich mal meine PlayStation 3-Sammlung oder meine Nintendo-Sammlung. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich sage schon wieder, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.